Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016, Hessisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2016, Drucksache 19-3373. Hierzu Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. Drucksache 119-3399. Wortmeldungen liegen mir nicht vor, jetzt aber doch. Herr Kollege Boddenberg für die Fraktion der CDU, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute in erster Lesung den von Fraktionen BÜNDNIS 90 GRÜNE und CDU eingebrachten Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung. Die zentrale Botschaft lautet, meine sehr geehrten Damen und Herren, ab 1.7.2016 bekommen die Beamtinnen und Beamten mehr Geld. Und wenn ich das gleich noch hinzufügen darf, kommen gleich noch auf die Verlautbarung der Opposition. Ich weiß und wir wissen sehr wohl um die Stimmungslage bei den hessischen Beamten, bei den Beamten insgesamt. Und es ist selbstverständlich das gute Recht des Deutschen Beamtenbundes hier in Hessen, daran Kritik zu üben. Das ist sogar ihre Aufgabe. Auf der anderen Seite rate ich aber allen, das hat ja die Debatte eben auch schon gezeigt, wenn es ums Geld geht, lieber Herr Kollege Schmidt, verbal ein bisschen abzurüsten. Denn was man dort in den letzten Tagen lesen und hören konnte, von Spaltung der Gesellschaft, Herr Pieper, Main-Kinzig-Kreis, bis zu Schlag ins Gesicht, relativiert sich doch ein wenig bei näherem Hinsehen dessen, was wir dort heute vorlegen. Und ich will darauf nachher auch eingehen. Ja, wir haben uns leiten lassen von drei wesentlichen Gesichtspunkten. Der erste Gesichtspunkt ist es, dass uns selbstverständlich bewusst ist, welche Beamte, welche Belastungen und welche verantwortlichen Aufgaben die hessischen Beamtinnen und Beamten leisten. Und ich will das ausdrücklich, Herr Rudolph, zusagen. Ich bin ja noch immer nicht so lange dabei im Vergleich zu Ihnen. Ich kannte auch alle Scherze zu Beamtentum, bevor ich in der Politik war. Und ich bezeichne mich, ob Sie das nun wollen oder nicht, seitdem ich Politik mache und in die Verwaltung einen intensiven und dauerhaften Einblick nehmen konnte, als einen der Lobbyisten des Beamtentums hier in Hessen, allen voran hier in Hessen, wenn es um den Rest der Wirtschaft geht, wo es nach wie vor viele Vorurteile gibt. Ich sage euch hier und sage Ihnen hier, Entschuldigung, alles Quatsch, alles dummes Zeug. Wir haben fleißige Beamte, wir haben verantwortungsvolle Beamte, und wir wissen deren Arbeit zu schätzen, auch wenn Sie das uns immer wieder in Abrede stellen wollen. Wir haben einen zweiten Gesichtspunkt. Wir haben einen zweiten Gesichtspunkt. Das ist die Frage der bundesrepublikanischen Gesetzgebung bzw. der Verfassung. Wir haben mehrere Verfassungsziele, selbstverständlich auch das Ziel der Alimentation und die Vorgabe der Alimentation, das heißt der adäquaten Bemessung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten. Und andere Länder haben es uns ein bisschen leicht gemacht, beispielsweise Rheinland-Pfalz, weil sie dafür gesorgt haben, dass Karlsruhe sich mehrfach mit der Frage der Alimentation, also der grundgesetzlichen Vorgabe der Verfassung in der Besoldung der Beamten, auseinandersetzen muss. Und dabei sind einige Kriterien zutage getreten, die Sie in dem Anhang in der Begründung des Gesetzentwurfs nachlesen können, von denen wir sagen, dass Sie und wir mit dieser Vorlage jetzt eine angemessene Erhöhung der Beamtenbesoldung vornehmen und dies am Ende auch eventuellen Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten will. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist das mit Wichtigste und Entscheidende, wir haben uns mit der Herausforderung unseres Landes in Zukunft zu beschäftigen, also mit der Haushaltslage. Hierzu ist eben einiges gesagt worden, völlig zu Recht. Und zunächst einmal, auch das ist legitim, ist es das gute Recht der Opposition, fröhlich, lustig, Vorschläge dahingehend zu formulieren, was man denn gerne noch so alles hätte und was man alles nicht will, wenn es denn einmal Beschlussfassungen und Abwägungen gibt, die nicht nur positiv sind. Aber es ist die Pflicht einer Fraktion oder von Fraktionen in Regierungsverantwortung, eben immer wieder zu einer Abwägung zu gelangen. Und diese Abwägung lautet, was und wie geht es dem hessischen Haushalt jetzt und in Zukunft? Und was können wir dem Steuerzahler, also uns allen miteinander, zumuten? In dieser Abwägung glauben wir, dass wir eine Größenordnung gefunden haben, die vertretbar ist, auch wenn sie nicht schön ist. Und ich will das auch so salopp formulieren. Wenn wir eine Absicht haben, dann sicherlich nicht die, die Beamten zu ärgern.
Wir wissen sehr wohl, Herr Schmidt, dass das Krakeelen zwischendurch von Ihnen an genau dieser Stelle kommt. Aber wir sind in Regierungsverantwortung. Da haben Sie aus Ihrer Sicht möglicherweise das Glück, dass Sie das seit 17 Jahren nicht mehr sind. Aber dazu gibt es ja auch Gründe, weil von regierungsverantwortlichen Fraktionen und Regierungen wird verlangt, dass sie diese Abwägungen ständig und stets vornehmen, zu einem Ergebnis kommen und für dieses Ergebnis am Ende des Tages auch einstehen. Und das tun wir, die Fraktionen von GRÜNEN und CDU hier im Hessischen Landtag. Und, meine Damen und Herren, wenn wir über Haushaltskonsolidierung reden, dann wissen Sie, wie wir, dass 40% der Ausgaben dieses Landes etwas mit Personalkosten zu tun haben. Das heißt, man kommt am Personal nicht vorbei, es sei denn, man hat SPD und macht die Politik nach dem Motto im Himmel des Jahrmarkt, kommt mittlerweile, ich glaube, zu 2 Milliarden mehr Ausgaben oder Ausgaben, die Sie an anderer Stelle oder Kürzungen, die Sie zurücknehmen wollen. So können wir und werden wir keine Politik machen. Und noch einmal, wir halten das im Sinne einer ordentlichen Abwägung, im Sinne anderer Menschen hier in unserem Lande für vertretbar. Und jetzt will ich zum Schluss noch die zwei, drei Zahlen nennen, die uns das behaupten lassen. Wenn Sie sich, auch das steht in der Begründung, mal mit der Frage beschäftigen, wie waren denn die Entwicklungen der Tarifbeschäftigten und Entlohnten in den Jahren 2000 bis 2015 und das vergleichen mit der Besoldung der Beamten, dann stellen Sie fest, die Tarifanpassungen sind in diesem Zeitraum gestiegen um 28,91%. Die Besoldungsanpassungen für die Beamten sind in diesem Zeitpunkt gestiegen um 27,91%. Das heißt, in 15 Jahren 1% weniger, meine Damen und Herren. Und wer da von Spaltung der Gesellschaft redet und wer dort von Schlag ins Gesicht der Beamten redet, der übertreibt maßlos und der führt dazu, dass Menschen uns am Ende des Tages, Sie jedenfalls, nicht mehr ernst nehmen. Herr Schaus, es hat Nullrunden bei den Tarifbeschäftigten anfangs des eben von mir beschriebenen Zeitraums gegeben, bei denen die Beamtenbesoldungen höher ausgefallen sind als die der Tarifbeschäftigten. Und wir haben 3 Jahre hintereinander, 2012 bis 2014, eine Erhöhung von 2,6% gehabt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie die Kirche im Dorf, lassen wir streiten über die Frage der Abwägung. Aber eins geht halt nicht. Sie können nicht immer nur mehr fordern, ohne auch nur im Ansatz zu sagen, wie Sie sich eine Gegenfinanzierung vorstellen. Herr Rudolph ist der Erste, der schreit, wenn es um die Kommunen geht. Ich habe die Fernsehdebatte, die wir geführt haben, noch im Kopf. 1 Milliarde mehr für die Kommunen. Herr Schäfer-Gümbel verspricht den Eltern, demnächst den Kindergartenbeiträge abzuschaffen, alles mithilfe des Landes. Und dann versprechen Sie dem Amten noch am besten noch ein bisschen mehr als die Tarifbeschäftigten, was die Besoldungserhöhung anbelangt, weil Sie kommen im gleichen Atemzug auch noch zu der aus meiner Sicht verfassungsrechtlich völlig illegitimen Idee, über Stundenlohne und anderes hier zu diskutieren. Wir bleiben auch in dieser Frage unserem Koalitionsvertrag und den Zusagen treu. Es wird am Ende des Tages auch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 1 Stunde pro Woche gehen. Also, wir sind in der Lage, auf alle und jede Ihrer Fragen zu antworten, klare Antworten zu haben, die Nachhaltigkeit für unser Land bedeuten und am Ende des Tages uns vielleicht einmal in die finanzielle Situation führen, wie sie unsere bayerischen Nachbarn seit vielen Jahren für sich hart erarbeitet haben. Das ist das Land, das den Haushalt in Ordnung hat. Wir sind auf gutem Weg dahin. Und Bayern ist auch das Land, das die höchsten Besoldungsstufen für die Beamtinnen und Beamten hat. Meine Damen und Herren, wir sind auf gutem Weg, und Hessen wird eines der Länder sein, das in dieser Hinsicht im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landes Politik macht. Und wir bitten diesbezüglich um Ihre Zustimmung und Unterstützung. Herzlichen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bereits seitdem DIE LINKE hier im Landtag vertreten ist, streiten wir, Herr Boddenberg, für eine angemessene Besoldung und für angemessene Arbeitsbedingungen der hessischen Beamtinnen und Beamten ebenso wie für die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Stets haben wir uns für eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes Hessen eingesetzt und werden dies auch weiterhin tun. Nichts
aber auch rein gar nichts hat sich für Beamtinnen und Beamte in Hessen mit dieser neuen Landesregierung verbessert. Im Gegenteil, der in 2015 vorgenommenen Nullrunde soll nun eine magere einprozentige Erhöhung der Besoldung folgen, und das alles bei der mit 42 Stunden pro Woche längsten Arbeitszeit in ganz Deutschland. Die Beamtinnen und Beamte sowie ihre Gewerkschaften und Verbände sind unisono stinksauer und fühlen sich von der Landesregierung erneut veräppelt. Und, Herr Boddenberg, ich würde es in der Tat nicht unterschätzen, was sich im Moment in den Amtsstuben bei den Arbeiterinnen und Arbeitern solidarisch mit den Angestellten in den Landesbetrieben zusammenbraut, weil ich glaube in der Tat, dass sie eben nicht einschätzen können, was ihr in den letzten Wochen insbesondere an Stimmungswandel sich vollzogen hat. Insbesondere der Innenminister, aber auch andere Kabinettsmitglieder erweckten nämlich in zahlreichen Gesprächen in den letzten Wochen den Eindruck, dass wenigstens in diesem Jahr vom Dogma der Koalitionsvereinbarung einer einprozentigen Besoldungserhöhung aufgrund der steigenden Steuereinnahmen abgewichen werden könnte. Viele Beamte wähnten schon eine schwarze 2 vor dem Komma, doch sie hatten die Rechnung ohne die hessischen Grünen gemacht, deren Dogmatismus sich in Sachen Sparen weiterhin voll gegen die Beamtenschaft richtet. Und ich bleibe dabei. Dort, wo die Grünen mitregieren, geht es den Beamtinnen und Beamten schlecht. So sind die öffentlichen Reaktionen nicht verwunderlich. So heißt es in einer Presseerklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen vom 13. Mai 2016. Ich zitiere: Im Nachgang zum heutigen Gespräch zwischen dem Innenminister Beuth und dem DGB zur Beamtenbesoldung zeigt sich die Vorsitzende des DGB, Gabriele Keiling, sehr verärgert. Weder sei die starre Haltung der Landesregierung nachvollziehbar, noch ist ihre Argumentation stichhaltig. Innenminister Beuth als oberster Dienstherr gibt anscheinend nicht viel auf seine Fürsorgepflicht gegenüber den hessischen Beamtinnen und Beamten. Das ist in keinster Weise amtsangemessen. In einer Presseerklärung des Deutschen Beamtenbundes vom 10. Mai dieses Jahres heißt es, jetzt ist endgültig die Katze aus dem Sack. So sagt der Landesvorsitzende des DBB Hessen, Heini Schmidt, als Reaktion auf die heute von CDU und GRÜNEN eingebrachten Gesetzentwurf zur Anpassung der Beamtenbesoldung im laufenden Jahr. Die Koalition arbeitet die Inhalte des Koalitionsvertrags unbeirrt so ab, als würde die Welt um sie herum stehen bleiben. Die Deutsche Steuergewerkschaft überschreibt ihre Presseerklärung mit Besoldung nach Koalitionsvertrag und nicht nach Recht und Gesetz und schreibt weiter, es ist weit gekommen, wenn das gesetzlich verbriefte Recht auf Teilhabe an der allgemeinen Einkommensentwicklung vom öffentlichen Arbeitgeber seit 2015 so missachtet wird. Und zu guter Letzt schreibt die Gewerkschaft Verdi auch am 10. Mai 2016, ich zitiere, die Argumentation, die aktuelle Inflationsrate liege nahe 0 % und daher stelle sich die Besoldungserhöhung von 1 % eine Reallohnsteigerung dar, ist eine beispiellose Provokation. Denn die Inflationsrate gilt für alle. Sie kann sicherlich kein Maßstab für eine Besoldungserhöhung sein und schon gar nicht als alleinige Begründung dienen. Zitat Ende. Die Landesregierung wird sich auf weitere heftige Proteste also einstellen müssen und auch auf Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht. Aber das kennen Sie ja. Da haben Sie ja schon viele Niederlagen in den letzten Jahren erlitten. DIE LINKE, meine Damen und Herren, teilt die Kritik der Gewerkschaften an der mageren Erhöhung der Beamtenbesoldung in Hessen um nur 1 %. Als LINKE fordern wir auch weiterhin
die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses für die Landesbeschäftigten auf alle hessischen Beamtinnen und Beamten. Die Nullrunde im Jahr 2015 und eine weitere Magerrunde von nur 1% in diesem Jahr sind unangemessen, verfassungswidrig, und sie führt zu weiteren Demotivationen unter Beamtinnen und Beamten. Und deshalb haben wir heute auch einen Änderungsantrag eingebracht, in dem wir eben diese zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses des TVH, den Sie ja hier in Hessen selbst verhandelt und abgeschlossen haben, auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Wir fordern deshalb eine Erhöhung der Besoldung rückwirkend ab dem 1. April dieses Jahres um 4,4%. Dies ist der Satz, komme ich gleich dazu. Dies ist der Satz der beiden Tariferhöhungen, Herr Boddenberg, der Landesbeschäftigten, wie gesagt, die Sie abgeschlossen haben als Landesregierung, im Jahre 2015 und 2016 entspricht. Und wenn die Landesregierung, Herr Boddenberg, im laufenden Jahr Steuermehreinnahmen von 260 Millionen € und für 2017 sogar von höheren Steuersteigerungen ausgeht, dann kann man wohl erwarten, dass Sie auch den Beamtinnen und Beamten davon eine angemessene Besoldungserhöhung zukommen lässt. Hier stimmt Ihre Argumentation hinten und vorne nicht. Die Kostendeckung ergibt sich schon aus der Steuererhöhung, und die ist weitaus höher als das, was an Besoldungserhöhung unseren Änderungsantrag ausmachen würde. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Weitere Sonderopfer für Beamtinnen und Beamte aufgrund der Schuldenbremse lehnen wir als LINKE entschieden ab. Die gewerkschaftlichen, natürlich geht es um die Schuldenbremse, ist ja in Ihrer Begründung drin im Gesetzentwurf. Die gewerkschaftlichen Aussagen wie auch Ihre berechtigten Forderungen finden unsere volle Unterstützung. Danke, Herr Schaus. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Rudolph das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn die CDU von Wertschätzung für die Arbeit von Beamtinnen und Beamten in den hessischen Dienstleistungen spricht, ist das genauso glaubwürdig, als wenn ein Metzgermeister behauptet, eigentlich sei er Veganer und könne kein Blut sehen. Genauso glaubwürdig ist das. Wobei der Metzgermeister ein ehrbarer Handwerksberuf ist mit einer hohen Qualifikation, damit Sie an der Stelle gar nichts sagen können. Aber genau das stimmt. Aber Sie sollten Sie, sehen Sie, dann sollten Sie sich nicht zu Beamtenfragen äußern, haben Sie vielleicht keine Ahnung, Herr Kollege Boddenberg, an der Stelle. Meine Damen und Herren, was ist mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zu tun? Zunächst einmal Kompliment an CDU und GRÜNE auf 22 Seiten plus Anlagen. Eine Fleißarbeit bis auf das letzte Komma haben offensichtlich die Referenten von CDU und GRÜNE gut gearbeitet. Normalerweise wäre es ja eine Sache des zuständigen Innenministers, als Landesregierung einen Gesetzentwurf vorzulegen. Aber dazu ist Herr Beuth augenscheinlich nicht in der Lage. Außerdem, ja, er muss sich zu Darmstadt nicht äußern. Es wäre schön, wenn es sich zu Darmstädter Vorfällen und dem Bürgermeister mal äußern würde, wenn der falsche Allgemeinverfügungen erlässt. Herr Innenminister, warum machen Sie eigentlich Ihre Hausaufgaben? Sie hätten einen Gesetzentwurf vorlegen müssen. Das ist Aufgabe des für die Besoldung zuständigen Innenministers. Aber Sie wollten ja die Anhörung der Gewerkschaften und Berufsverbände an der Stelle erst einmal beiseite schieben. Auch das ein normales parlamentarisches Verfahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1% Besoldungserhöhung klingt ja als eine Wohltat. Die Tariferhöhungen für die Tarifbeschäftigten betragen 4,4%. Ja, wissen Sie, ich habe Ihnen das im Innenausschuss schon einmal gesagt, Herr Kollege Bellino, wenn Sie sich mit ganz normalen Beamten im mittleren Bereich unterhalten, nicht mit dem Ministerialdirigenten im B6, der mag das locker flockig wegsehen. Nehmen wir einmal den Sekretär in der Besoldungsgruppe A6, der im Rhein-Main-Bereich wohnt, eine Mietwohnung hat und von Mietsteigerung betroffen ist. Für den spielt es schon eine Rolle und eine Frage, ob eine Besoldungserhöhung 1 oder 2,4% beträgt. Das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen koppeln Sie die Beamtinnen und Beamten erneut von den Tarifbeschäftigten ab.
Hessen ist das Bundesland, was seine Beamten mit am schlechtesten besoldet. Weil Sie haben ja in Ihrer Pressemitteilung wortreich versucht zu erklären, alles toll, diese 27,91%. Wissen Sie, das ist Bilanzfälscherei, was Sie betrieben haben. Ich erläutere es Ihnen. Ja, natürlich. Bilanzfälscherei. Bilanzfälscherei an der Stelle. Herr Rudolph, wir hatten uns sogar heute schon noch einmal darauf verständigt, diesen Begriff hier nicht zu verwenden. Herr Präsident, mit Verlaub, aber ich kann das auch erläutern, und dann tragen wir das gegebenenfalls auch anders mal aus. 27,91% heißt, Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus. Sie haben bei Ihrer Rechnung nicht berücksichtigt, dass die Sonderzahlung in Hessen auf 73% des früheren Niveaus runtergesenkt ist. Sie haben nicht berücksichtigt, dass es für viele Besoldungsgruppen kein Urlaubsgeld gibt. Sie haben nicht berücksichtigt, dass die Wochenarbeitszeit 42 Stunden beträgt, in allen anderen Bundesländern 40 Stunden. Deswegen, meine Damen und Herren, ist der Vergleichsparameter falsch, den Sie angelegt haben. Wenn Sie von falschen Vergleichen ausgehen, stimmt Ihre Bilanz nicht. Deswegen bleibe ich bei dem Begriff Bilanzfälscherei. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, laufen Sie über Land und sagen Schuldenbremse. Die hessischen Wählerinnen und Wähler hätten gesagt oder hätten entschieden, was übrigens stimmt, Schuldenbremse. Aber meine Damen und Herren, ja, meine Damen und Herren, da hat der heutige Wirtschaftsminister Al-Wazir, der sagt ja selten was Falsches, also er sagt eher immer alles richtig, hat ja gesagt, Schuldenbremse sei auch kein Schuldenverbot. Ja, hat er mal gesagt. Und was Herr Al-Wazir sagt, stimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da gibt es ja mal gerade gar nichts. Ja? Nein. Ich zitiere Herrn Al-Wazir, das können Sie mir jetzt nur nicht vorwerfen. Also, nein, Herr Wagner, Schuldenbremse sei kein Schuldenverbot. Und, meine Damen und Herren, jetzt will ich Ihnen mal zwei Zahlen nennen. Weil Sie tragen ja, Herr Boddenberg, die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich her. Schuldenstand im Jahre 1999, Sie haben ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, 17 Jahre CDU, ich könnte mir etwas Besseres wünschen, aber es ist nun einmal so, Schuldenstand des Landes Hessen 20 Milliarden €. 20 Milliarden im Jahre 1999. Schuldenstand des Landes Hessen im Mai 2016 fast 44 Milliarden Schulden. Hätten Sie einmal früher angefangen mit dem Sparen, dann hätten wir heute nicht die Sorgen und Probleme. Verdoppelung der Schulden, mehr als die Verdoppelung der Schulden. Und, meine Damen und Herren, dann müssen hessische Beamtinnen und Beamten für ihre falsche Finanzpolitik im Lande herhalten. Und schauen Sie sich einmal die Stimmung an. Jetzt haben Personalratswahlen stattgefunden dieser Tage. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie noch Mails kriegen oder ob die Beamtinnen und Beamten gesagt haben, das nützt nichts mehr, an die CDU Mails zu schicken. Da spricht eine Wut, eine Enttäuschung aus vielen Beamtinnen und Beamten. Die sagen uns auch beispielsweise Polizeibeamte. Da wird dann gesagt, ihr macht einen tollen Job, auch bei Großeinsätzen. Und als Belohnung gibt es dann Nullrunde im letzten Jahr, 1%. Wir schieben 3 Millionen Überstunden vor uns her. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie reden dann immer noch von Wertschätzung. Hören Sie doch auf, es nimmt Ihnen doch von der Beamtenschaft keiner mehr ab. Es nimmt Ihnen doch keiner mehr ab. Ich weiß nicht, ob Sie das selber noch glauben. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir doch folgende Situation in hessischen Amtsstuben. Da haben Sie den Beamten, der 42 Stunden arbeitet, dort den Tarifbeschäftigten mit 40, dort den Beamten mit 41, dort den Tarifbeschäftigten, der 4,4% auf 2 Jahre verteilt erhält, dort der Beamte, der letztes Jahr eine Nullrunde und dieses Jahr 1% bekommt. Was ist denn das für ein Arbeitsklima, was Sie schaffen? Und wie soll das eigentlich die nächsten Jahre weitergehen? Auf was können sich hessische Beamtinnen und Beamten einstellen? Auf jeden Fall, das, was Sie vor der Wahl versprechen, ist genau das Gegenteil, was Sie von der Nachwahl. Das ist ein glatter Wortbruch, den Sie an der Stelle gemacht haben. Und damit komme ich. Herr Rudolph, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Arnold zu. Herr Arnold möchte eine Zwischenfrage stellen. Nee, ich will erst die CD hochhalten, und wenn ich dann noch Platz habe, Zeit habe, dann machen wir es gerne. Und deswegen halte ich bei dieser Gelegenheit wieder diese bekannte CD her. Herr nicht anwesender Wirtschaftsminister Al-Wazir, also, wir waren zusammen auf dem Beamtentag 2013 in der schönen Barockstadt Fulda. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da hat der Kollege Al-Wazir Dinge versprochen, die hätte ich mich nie getraut. Und ich bin ja eher schüchtern bei so Sachen. Also, meine Damen und Herren, nicht? Ja, 42-Stunden-Woche abschaffen, Rückkehr 40-Stunden-Woche, Rückkehr in die Tarifgemeinschaft, Übertragung Tarifrecht auf Beamtenrecht. Hat der damalige Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN versprochen, und es hat ihn kein Mensch mit der Kalaschnikow gezwungen, das zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist grüne Politik. Vor der Wahl
das zu versprechen und nach der Wahl das Gegenteil zu machen. Deswegen ist natürlich richtig, was Kollege Schaus schon gesagt hat, dort, wo die GRÜNEN regieren, schwarz-grün oder grün-schwarz, geht es eben den Beamten schlechter. Der Gesetzentwurf ist schlecht. Der Gesetzentwurf ist schlecht. Deswegen, meine Damen und Herren, Wertschätzung sieht anders aus. Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn Frömmrich das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Anfang der Debatte sollte man oder müsste ich, muss ich mal feststellen, Herr Kollege Rudolph, dass das, was Sie hier in der Debatte gemacht haben, mit Seriosität aber auch gar nichts mal zu tun hat. Mit Seriosität in der Finanzpolitik mal gar nichts zu tun hat und dass die Auseinandersetzungen, die Sie führen, und ich finde auch, dass man sie führen kann, ich habe auch Verständnis für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Interessenvertretungen, für Gewerkschaften, dass sie sich mit der Landesregierung auseinandersetzen. Das ist ihre Aufgabe, das zu tun. Aber in welcher unverantwortlichen Art und Weise Sie mit zukünftigen Generationen in diesem Haus umgehen, das ist schon abenteuerlich, Herr Kollege. Das ist schon sehr abenteuerlich. Ich möchte vielleicht am Anfang mal mit dem Nimbus aufräumen, den Sie immer so versuchen zu stellen, nämlich sozusagen da, wo die SPD regiert, da fällt für die Beamtinnen und Beamten in Hessen Manna vom Himmel nachts. Ja, da sage ich Ihnen einmal, wie die Realitäten ist. In der A5, Hessen Platz 8, die drei letzten Plätze in diesem Ranking, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. In der A6, Hessen auf Platz 10, das ist nicht besonders gut, aber die letzten drei Plätze, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. In der A7, Hessen auf dem Platz 7, die letzten drei Plätze, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. Meine Damen und Herren, das Bild, das Sie hier immer stellen müssen, da, wo die Sozialdemokratie regiert, da geht es den Beamtinnen und Beamten besser, stimmt mitnichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gegenteil ist der Fall. Ich will einmal daran erinnern an ein Protokoll, das habe ich mir jetzt auch noch einmal gezogen, weil der Kollege Rudolph mit der CD rumwackelte. Noch einmal das Zitat aus der 18. Wahlperiode, 148. Sitzung, 19. November 2013. Das war drei Tage, bevor klar war, dass es eine schwarz-grüne Koalition geben wird, statt einer großen Koalition. Also, da hat der Rudolph noch damit gerechnet, dass er in Regierungsverantwortung genommen wird. Da sagt er, in der Replik auf Frau Wissler, der ihr vorwirft, sie würde Geld ausgeben und würde nie sagen, wo das Geld herkommt. Da sagt er, Zitat, trotzdem gibt es Rahmenbedingungen, die wir nicht ausblenden können. Das tun wir an dieser Stelle auch nicht. Deswegen ist die Frage, wie wir die Ausgaben finanzieren, das eine. Das kann man holzschnittartig machen, wie der eine oder andere Vorredner es gemacht hat, mit groben Linien. Es wird aber schon alles finanziert sein. Da bitte ich darum, Butter bei die Fische zu geben und auch zu liefern. Wer fordert, muss auch Lösungsvorschläge anbieten. Zitat zu Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Kollege Rudolph, als er noch gedacht hat, er wird auch hier Regierungsverantwortung übernehmen. Er muss auch mit schwierigen Haushaltslagen auskommen. Er muss auch an Generationengerechtigkeit denken. Das unterscheidet Regierungsfraktionen in der Tat von Oppositionsfraktionen. Aber hier wohlfeile Reden zu halten, Herr Kollege Rudolph, das müssen Sie schon einmal an den Realitäten messen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir legen hier mit Sicherheit einen schwierigen Gesetzentwurf vor. 1%-Erhöhung ist für viele Beamtinnen und Beamte etwas, was ihnen zu wenig erscheint. Ich glaube, ich weiß, dass das auch nicht auf Beifall stoßen wird. Aber angesichts der Haushaltslage des Landes, angesichts der Anforderungen der Schuldenbremse,
angesichts der Generationengerechtigkeit, für die wir einen Blick haben müssen, glaube ich, dass wir einen ausgewogenen Vorschlag gemacht haben, der zwar nicht auf Zustimmung der Beamtenschaft stößt, aber der im Hinblick auf die Abgewogenheit meiner Auffassung nach richtig ist, meine Damen und Herren. Ich will nur einmal holzschnittsartig die Parameter vor Augen führen, mit denen wir es zu tun haben. 44 Milliarden Verschuldung. Selbst in diesem Jahr, in 2016, in dem die Steuereinnahmen sprudeln, netto Neuverschuldung von 637 Millionen €. Wir werden die Schuldenbremse 2019-2020 erfüllen müssen. Wir haben 40% Personalkosten. Der Rückstellungsbedarf für die Beschäftigten und Versorgungsempfänger, den wir in der Bilanz des Landes Hessen haben, liegt bei 60 Milliarden €. 60 Milliarden €, der Rückstellungsbedarf. Wir haben aber in der Versorgungsrücklage nur 2,2 Milliarden €. Daran kann man doch, wenn man wirklich einmal offen und auch ohne Scheuklappen diskutiert, die Probleme in der Haushalts- und Finanzpolitik dieses Landes einmal sehen und nicht hier vorne so wohlfeile Reden halten, Herr Kollege Rudolph. Es ist viel leichter, das weiß ich, nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein, Politik zu machen. Alles und jedem alles versprechen. Das ist aber nicht seriös, meine Damen und Herren. Das ist keine seriöse Finanzpolitik. Ich habe Verständnis für den Wunsch von Gewerkschaften und Interessenverbänden nach höheren Besoldungszuwächsen. Es ist nun einmal die Aufgabe von Gewerkschaften und Interessenverbänden, für die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben und zu arbeiten. Aber es ist Aufgabe der Politik, des Haushaltsgesetzgebers, das ist der Hessische Landtag, verschiedene Abwägungen zu treffen. Und da geht es darum, die Abwägung, die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Interessen des Landes, der Verschuldung und zukünftiger Generationen zu tun. Und ich glaube, das tun wir in verantwortungsvoller Weise, meine Damen und Herren. Ich habe in den vergangenen Tagen, der Kollege Boddenberg hat es schon gesagt, in verschiedenen Stellungnahmen Dinge gelesen, Frechheit, Willkür, Verfassungswidrigkeit. Ich habe aber in all diesen Stellungnahmen, die ich gelesen habe, keinen einzigen Hinweis gefunden, wie man das mehr, was man verspricht, auch finanzieren will. Keinen einzigen Hinweis, meine Damen und Herren, wie man das finanzieren muss. Einnahmeverbesserung, das ist immer so ein Wort, das auch in dem Zusammenhang wieder gebracht wird. Ich will mal daran erinnern, die einzige Einnahmeverbesserung, die wir im Land Hessen beschließen konnten, das war die Grunderwerbsteuererhöhung, 1%, 155 Millionen €. Wer hat es abgelehnt? Die Sozialdemokraten. Und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, man könne mehr ausgeben und man müsse nur dafür sorgen, dass die Einnahmen besser sind, das sind wohlfeile Reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss man einmal sagen. In dem Ganzen sind keine Lösungsvorschläge angeboten worden, was ich gelesen habe. Es geht um beliebiges Draufsatteln. Es geht auch in der Auseinandersetzung nicht mehr darum, dass man sich an Fakten orientiert, sondern darum, dass man wohlfeil versucht, die Leute auf die Palme zu bringen. Meine Damen und Herren, auch der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit geht nach unserer Auffassung fehl. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klare Parameter festgestellt, und nach einer Prüfung dieser Parameter muss festgestellt werden, dass eine Unteralimentation in 2015 und 2016 ausgeschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Ich glaube und möchte darauf hinweisen, dass wir auch in dieser Frage ringen, auch in dieser Frage unterschiedliche Debatten, unterschiedliche Positionen ausführen. Das gehört dazu. Es gehört auch dazu, dass Opposition Regierung stellt und den Versuch unternimmt, Regierung schlecht aussehen zu lassen. Aber ich finde, die Verantwortung, die wir haben, die Verantwortung auch für nächste Generationen, sollte uns alle veranlassen, hier seriöse Debatten zu führen und nicht so etwas, was Sie hier abgeliefert haben, Herr Kollege Rudolph. Danke, Herr Frömmrich. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Frömmrich, es geht nicht darum, als Opposition der Aufgabe gerecht zu werden, die Regierung schlecht aussehen zu lassen. Dafür sorgt diese Landesregierung schon selbst. Dazu brauchen wir uns
nicht besonders anzustrengen. Es geht auch nicht darum, etwa jedem alles zu versprechen. Ich gebe zu, die Debatte hier leidet etwas darunter, dass die einen hergehen und sagen, das ist ja alles von übel. Und im Gegenteil, es müsste eher noch ein bisschen mehr sein als das, was andere kriegen. Währenddem, und das ist das Problem, Herr Kollege Boddenberg, in der Vergangenheit waren wir uns einig in der letzten Wahlperiode. Wir haben gemeinsam dafür gekämpft und dafür gesorgt, dass die Beamten eben nicht abgekoppelt wurden von der allgemeinen Einkommensentwicklung, auch wenn wir ihnen Sonderopfer abverlangt haben. Wir haben ihnen Sonderopfer abverlangt, aber wir haben dabei nicht vergessen, dass man auch nicht vollständig sich dagegen stellen kann, Beamte an dem teilhaben zu lassen, was insgesamt geleistet wird. Deswegen, Herr Kollege Boddenberg, haben wir als Freie Demokraten die Nullrunde 2015 abgelehnt. Das gilt auch für die schon als Vorfestlegung bekannte Festlegung der Koalition auf eine starre Grenze von 1 %, ja nicht nur in diesem Jahr, jetzt haben Sie es nur für das eine Jahr ins Gesetz, in den Gesetzentwurf geschrieben, sondern auch für die Folgejahre. Das ist nach unserer Auffassung ein Verstoß gegen das Alimentationsprinzip, ein Sonderopfer für die Beamten, das so nicht hinnehmbar ist. Die Beamten werden von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt, gerade auch mit Blick auf die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Und faktisch ist das, was Sie hier vornehmen, eine Kürzung der Besoldung der Beamten, weil real natürlich mit der 1-%-Regelung und der Nullrunde im Vorjahr ein Einkommensverlust verbunden ist, ein Kaufkraftverlust verbunden ist. Ich will nur kurz erwähnen, den Tarifabschluss 2 % ab dem 1. März 2015, ab dem 1. April 2016 weitere 2,4 %. Das sind 4,4 %. Und ich sage sehr deutlich, weil wir das als Freie Demokraten nie zur Seite gestellt haben und uns da auch mit den Christdemokraten einig waren. Wir haben stets deutlich geäußert, dass es mit Blick auf die Einhaltung der Schuldenbremse auch weitere Einsparbemühungen im Landeshaushalt geben muss, dass wir den kommenden Generationen keine Weiterführung der Verschuldungsspirale zumuten müssen und dass deshalb auch beim öffentlichen Dienst die Beamten nicht gänzlich ausgespart werden können. Deswegen, meine Kollegin von der Linksfraktion, das, was Sie hier vorgelegt haben, ist ja wohl das Hinterletzte. Freibier für alle, das kennen wir für ihn. Aber das, Herr Kollege Schaus, ist eben das Gegenteil von einer verantwortungsbewussten Politik, die auch im zumutbaren Rahmen einen Beitrag des öffentlichen Dienstes fordert. Aber eines will ich auch so deutlich sagen. Das, was Sie hier machen, meine Damen und Herren von der schwarz-grünen Koalition, ist das Dokumentieren des glatten Gegenteils von Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen. Das, was Sie machen, ist im Übrigen, und da wird ja dann das entsprechende Gericht darüber zu entscheiden haben, ein Angriff auf das, was verfassungsmäßig gewährleistet ist. Sie gehen an das heran, was das Bundesverfassungsgericht Ihnen als Maßstäbe gesetzt hat. Sie versuchen, sich da irgendwo noch ein Stückchen durchzuschlängeln. Tatsächlich aber ignorieren Sie unter dem Strich das, was Prof. Battis insbesondere in seinem Gutachten herausgearbeitet hat, spricht vieles dafür, dass das, was Sie jetzt machen, auf eine verfassungswidrige Unteralimentation, insbesondere in den unteren Besoldungsstufen, und da gebe ich dem Kollegen Rudolph einmal recht, es geht nicht um den B6-Beamten, es geht auch nicht um die Landtagsabgeordneten, das ist der nächste Punkt, über den wir hier zu debattieren haben, sondern es geht um die unteren Besoldungsstufen, bei denen Sie noch Realeinkommen wegnehmen, und das geht über die Grenze dessen, was das Alimentationsprinzip noch rechtfertigt. Diese pauschale Festlegung über mehrere Jahre ohne besondere Begründung, außer in Ihrem Koalitionsvertrag, wir machen das so, diese Vorfestlegung geht über die vom Verfassungsgericht sogenannte und verlangte Prozeduralisierung heraus. Der allgemeine Hinweis auf die Schuldenbremse reicht eben nicht zur Begründung dessen, was Sie hier machen. Und ich sage das sehr deutlich, insofern in gewisser Weise Respekt. Sie haben ohne Frage großen Aufwand betrieben, um anhand der klaren Kriterien des Verfassungsgerichts zu versuchen,
das zu begründen, was Sie jetzt machen. Nur es ist Ihnen halt nicht gelungen. Ich glaube, es spricht einiges dafür. Wer das sagt, Herr Kollege Boddenberg, ist z.B. Herr Prof. Battis, einer der renommiertesten Verfassungsrechtler der Bundesrepublik Deutschland. Ich denke, wenn Sie schon nicht auf die Opposition hören, dann sollten Sie wenigstens ernst nehmen, was Ihnen dort mitgeteilt wird, und nicht versuchen, einfach stur an dem festzuhalten, stur heil voranzugehen mit dem, was Sie in der Vergangenheit einmal mit Ihrem grünen Koalitionspartner ausgehandelt haben und jetzt stur heil umsetzen, ohne auf bessere Argumente zu hören. Ich sage einen weiteren Punkt in diesem Zusammenhang sehr deutlich. Wir stellen heute schon fest, dass es in etlichen Bereichen des öffentlichen Dienstes Probleme gibt, qualifizierten Nachwuchs zu akquirieren, einzustellen. Diese Gefahr vergrößern Sie. Was Sie machen, ist ein Verringern der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Ich denke an Bereiche des technischen Dienstes. Ich denke an Rechtspfleger, wo es heute schon ein Nachwuchsproblem gibt. Und Sie sollten im Blick behalten, dass Sie sich in direkter Konkurrenz mit der freien Wirtschaft befinden, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes mit Aspekten wie der Arbeitsplatzsicherheit, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf usw. und so fort, aber auch mit einer angemessenen Alimentation, ist das wesentliche Argument, mit dem der öffentliche Dienst gegenüber der freien Wirtschaft punkten kann. Das setzen Sie fahrlässig aufs Spiel. Meine Damen und Herren, zwischenzeitlich, bevor Sie Ihren Gesetzentwurf dann aus der Tasche gezogen haben, wurde kolportiert, es würde ein Angebot geben von 1,5 bis 1,8 %. Das kam kurz, nachdem öffentlichkeitswirksam die Landesregierung, der Innenminister, der Ministerpräsident sich vom Beamtenbund das Gutachten von Herrn Battis haben aushändigen zu lassen. Der Innenminister hat dann dementiert, dass man bei den Beamten Verbänden falsche Eindrücke erweckt hat, aber was mittlerweile von etlichen bestätigt ist, es hat natürlich mehrere Emissäre aus ihren Fraktionen gegeben, die genau das diskutiert haben. Wir haben ja im Innenausschuss, Herr Kollege Frömmrich, die denkenswerte Situation gehabt, dass ich formuliert habe, aha, jetzt wird also bestraft dafür, dass man nicht bereit ist, sich mit einem kleineren Zuschlag zufrieden zu geben. Dann gibt es gar nichts. Herr Frömmrich hat ja sehr deutlich genickt und seine Zustimmung signalisiert. Das ist kein Umgang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Das ist da keine Art und Weise, wie man mit den Mitarbeitern des Landes Hessen umgeht. Und Herr Kollege Boddenberg, das will ich auch in Bezug auf den Anfang Ihrer Rede sagen. Sie haben gesagt, Sie seien eigentlich ein Lobbyist für Beamten. Ich kann Ihnen sagen, die Beamten des Landes Hessen bedanken sich für einen solchen Lobbyismus. Auf den können Sie gut verzichten. Vielen Dank. Danke, Herr Greilich. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung begrüßt den Gesetzentwurf, der durch die Koalitionsfraktionen vorgelegt worden ist. Ich finde, schon alleine die Tatsache, dass sich der Gesetzentwurf auf 17 Seiten Begründung sehr ausgiebig und detailliert mit den Fragen auch auseinandersetzt, die das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat als Land Hessen, um eine korrekte Besoldung hinzubekommen. Das zeugt schon davon, dass wir angemessen mit dieser Problematik hier umgegangen sind. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf, Herr Kollege Boddenberg hat das, finde ich, sehr deutlich am Anfang gesagt, beinhaltet eine einprozentige Erhöhung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen. Es ist eine Erhöhung, und es bleibt eine Erhöhung. Auch wenn Herr Kollege Greilich hier gerade eben anderes behauptet hat, kommen wir da gleich sofort darauf zurück. Die Maßnahmen, die wir dort festgesetzt haben, mit der einprozentigen Erhöhung, statt dem Tarifergebnis zu folgen, ist kein Selbstzweck.
Das haben wir hier miteinander, übrigens eben in einer anderen Debatte auch schon einmal miteinander diskutiert. Es folgt dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit. Wir wollen mit dieser Koalition Generationengerechtigkeit herstellen zum Ende dieser Wahlperiode. Und da kommen wir nicht umhin, dass wir bei den Fragen des Personals, bei den Fragen der Besoldung auch entsprechend maßvoll agieren. Das tun wir mit diesem Gesetzentwurf. Und wie gesagt, es folgt diesem Grundsatz. Hessen, meine Damen und Herren, besoldet seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut. Wir haben in allen Gruppen, in allen Besoldungsgruppen liegen wir unter den besten 10 Ländern. In allen Besoldungsgruppen. Bei A7 zum Beispiel, da geht es um diejenigen, die bei der Feuerwehr beginnen, sind wir auf dem 7. Platz. Bei der Polizei sind wir bei A9 sind wir auf dem 6. Platz. Bei den Studienräten sind wir ebenfalls auf dem 6. Platz. Und ich finde, daran kann man schon ermessen, dass wir sozusagen ordentlich mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lande umgehen. Und ich finde, bei all der Debatte, die Sie hier geführt haben zu dieser Besoldungsfrage, muss man das auch noch einmal deutlich gesagt haben. Und insofern kann ich auch angesichts dieses Gesetzentwurfs mit einer nur 1%igen Erhöhung schon deutlich machen, dass wir die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Lande sehr, sehr schätzen. Und zwar nicht nur, weil sie in den Amtsstuben, weil sie in den Ministerien, in den Verwaltungen, überall dort, wo sie unterwegs sind, für die Bürgerinnen und Bürger gute Dienste leisten, sondern ich möchte auch daran erinnern, dass sie gerade im vergangenen Jahr überobligatorisch an vielen Stellen, weil wir eben eine besondere Aufgabe zu bewältigen hatten, eben Herausragendes geleistet haben. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und die Dankbarkeit drückt sich allerdings nicht nur, für manchen auch, nicht nur in der Frage der Besoldung aus. Aber ich möchte schon noch einmal deutlich machen, dass die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen in den letzten 2 Jahren dafür Sorge getragen haben, dass wir viele, viele Baustellen, die es einfach gibt, die sich auch turnusmäßig ergeben im Bereich des Dienstrechts, dass wir die aufgeholt haben. Wir haben z.B. beim Thema Dienstrechtsreform die Dinge aufgearbeitet, die sich ergeben haben durch die Anwendung des neuen Dienstrechts im Jahre 2010. Da gab es erhebliche Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir unlängst im Gesetzentwurf wieder gelöst haben. Wir haben, wenn Sie sich daran erinnern oder erinnern wollen, das Hessische Personalvertretungsgesetz an ein paar Stellen anpassen können und angepasst, ganz im Sinne und im Interesse der Beschäftigten. Auch hierauf möchte ich noch einmal deutlich verweisen. Das sind 2 Beispiele von vielen, die ich Ihnen hier vortragen könnte, die wir in den vergangenen 2 Jahren gelöst haben. Nunmehr stellt sich die Frage der Besoldung. Und da haben wir klare Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht bekommen, wie wir dort vorzugehen haben. Es gibt einzelne Prüfungsschritte. Dazu gehört die Frage, wie haben sich die Tarife entwickelt? Wie hat sich der Nominallohnindex entwickelt? Wie haben sich die Verbraucherpreise entwickelt? Das haben wir Ihnen in dem Gesetzentwurf entsprechend aufgeschrieben, und wir haben Ihnen nachvollziehbar erklärt, wie wir zu unserem Ergebnis gekommen sind. Das war übrigens eine Sorge, die uns auch vorgetragen worden ist aus dem Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere aus dem Bereich der Gewerkschaften, dass wir sozusagen nicht hinreichend begründet das tun würden. Das tun wir hier. Es ist eine hinreichende Begründung, und ich finde, die Zahlen, die wir hier ermittelt haben, die, mit denen brauchen wir uns wahrlich nicht zu verstecken. Kollege Boddenberg hat schon die Frage Besoldung und Tarif angesprochen. Ich möchte aber hier auch schon noch einmal deutlich machen, dass wir auch, was den Nominallohnindex angeht, also das, was so insgesamt in unserem Land verdient wird, bei einem Index gegenüber dem Jahr 2000 von 129 knapp einen Punkt bei der Besoldung und knapp einen halben Punkt beim Tarif nur hinterherhinken. Es ist also sozusagen nicht so, dass wir grundsätzlich eine Situation hätten, dass der öffentliche Dienst von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt wird. Es stimmt einfach nicht, was wir hier ermittelt haben, und das steht nunmehr eben auch in dem Gesetz. Es ist ja immer wieder erklärt worden, meine Damen und Herren, dass sich in den letzten Jahren im öffentlichen Dienst die
die Besoldung und der Tarif so entwickelt hätte, dass es zu realen Einkommensverlusten gekommen wird. Auch das wird hier als mehr sozusagen zurückgewiesen in den Zahlen, die wir aufgeschrieben haben. Wir haben beim Verbraucherpreisindex eine Situation, dass wir sowohl bei der Besoldung wie auch beim öffentlichen Tarif in der Größenordnung zwischen 6 und 7 Punkten sozusagen oberhalb der Entwicklung der Verbraucherpreise, also Nominallohnzuwachs für die oder Nominalbesoldungszuwachs, Nominaltarifzuwachs in den vergangenen Jahren, 15 Jahren erreicht haben. Und Herr Kollege Greilich, ja, man könnte ja unter normalen Gesichtspunkten darauf kommen, zu sagen, wenn es nur 1% gibt, dann ist das so etwas wie eine Lohnkürzung. Ja, wenn wir von Inflationsraten ausgehen, an die wir uns in den vergangenen Jahrzehnten gewohnt haben. Wir haben aber im März haben wir null Inflation gehabt. Im März null Inflation. Das heißt, eine 1%ige Besoldungserhöhung ist eben ein nominaler Zuwachs bei der Besoldung und beim Tarif. Also insofern natürlich keine Einkommenskürzung. Lassen Sie mich zwei letzte Punkte noch kurz ansprechen. Ich achte auf die Zeit, Herr Präsident. Kollege Rudolph war so freundlich, jemanden aus dem mittleren Dienst hier uns die A6 aus dem mittleren Dienst sozusagen uns hier vorzuhalten. Da will ich Ihnen sagen, Kollege Frömmrich hat gesagt, wo wir da sozusagen einsortiert sind. Aber ich will Ihnen auch mal sagen, und zwar genau, wie weit wir vor anderen stehen. Wir haben in Hessen bei einer Jahresbruttobesoldung bestehend aus Grundgehalt, allgemeiner Stellenzulage und Sonderzulage in A6 mittlerer Dienst haben wir 25.428,57 €. Das sind 10% mehr, 10% mehr als in Berlin. Und Berlin wird bekanntlich von einem sozialdemokratischen regierenden Oberbürgermeister regiert, meine Damen und Herren. Aber wir sind auch ein regierender Bürgermeister regiert. Wir haben aber vor allen Dingen einen Vorsprung von dem Land Nordrhein-Westfalen, wird bekanntlich von Frau Kraft regiert, von 250 €. Im Lande von Herrn Weil sind es 400 € und im Lande, Kollegen von den Linken, im Lande von Herrn Ramelow sind es ebenfalls 400 €. Also insofern auch da haben wir uns nicht zu verstecken und es zeigt ein bisschen, mit welchem Maß Sie hier herangehen. Und dann lassen Sie mich den letzten Punkt, der ist, glaube ich, noch ganz knapp in der Zeit, Herr Präsident, den letzten Punkt noch anführen. Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeurteilt im Jahre 2008, habe die Entscheidungsnummer hier, dass die Frage der Arbeitszeitverlängerung nicht gegen Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz verstößt, mithin es auch konsequenterweise bei der Frage der Besoldung keine Rolle spielt, wie sie es zuletzt eben in den Urteilen auch festgestellt hat. Also auch insofern sind wir hier im Rahmen des Verfassungsgerichtsurteils des letzten Jahres. Ich glaube, dass wir einen ausgewogenen Gesetzentwurf haben. Ich freue mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen, Drucksache 19/3373, zusammen mit dem Änderungsantrag 19/3399 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.